Hallo und herzlich willkommen zum Massive Open Online Course Digitale Kompetenzen für Studierende. Ich bin Martin und das ist meine Kollegin Katharina. Und wir möchten euch kurz erklären, was euch in den kommenden 6 Wochen hier erwartet. Ihr fragt euch vielleicht, wozu ein Kurs über digitale Kompetenzen für eine Generation notwendig ist, die bereits mit Computern und Handys aufgewachsen ist. Sogenannte digitale Alltagskompetenz ist zwar für die meisten Studierenden selbstverständlich, aber die Digitalisierung schreitet weiter voran. Es gibt immer wieder neue Innovationen und wir sind alle gefordert, laufend weiterzulernen. Eine solide digitale Alltagskompetenz ist auch die Basis für spezielle digitale Kompetenzen im späteren Berufsleben. Welche digitalen Kompetenzen Studierende in ihrem Studium brauchen und wo es Verbesserungsbedarf gibt, wurde im Vorhinein durch Workshops gemeinsam mit Studierenden der Technischen Universität Graz erarbeitet. Aus den Inhalten des Workshops entstand schließlich dieser MOOC. Ein besonderer Dank ergeht dabei an Daniel Obermeier, der im Rahmen seiner Masterarbeit all dies erarbeitet hat. Danke sehr! Wir werden uns 6 Wochen lang mit digitalen Kompetenzen beschäftigen. Die Grundlage für die Workshops und somit für diesen MOOC bildet das digitale Kompetenzmodell für Österreich, DIGCOMP 2.2.at. Das ist die österreichische Version des europäischen DIGCOMP 2.1 Referenzrahmens und umreißt das Feld der digitalen Kompetenzen von Bürgerinnen und Bürgern auf möglichst allgemeine und umfassende Weise. Das digitale Kompetenzmodell für Österreich teilt das Feld der digitalen Kompetenzen in 6 Bereiche und beschreibt insgesamt 25 einzelne Kompetenzen. Im Kompetenzbereich 0 geht es um grundlegende digitale Kompetenzen, die wir in diesem Online-Kurs bereits voraussetzen und daher nicht extra thematisieren. Dieser MOOC widmet sich also jede Woche einem der restlichen 5 Kompetenzbereiche. Nächste Woche starten wir mit dem Kompetenzbereich Umgang mit Informationen und Daten. Wir sprechen über Suchmaschinen, das Campus Online-System, Quellenauswahl und Terminkalender. In Woche 3 lautet das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit. Wir sprechen über soziale Netzwerke, Foren, Mails und Chatprogramme, aber auch über richtiges Verhalten online und die Gefahr, ein gläserner Mensch zu werden. Woche 4 umfasst den Kompetenzbereich Kreation digitaler Inhalte. In dieser Woche lernt ihr weitere Funktionen von Word und Excel kennen und ihr hört etwas über Softwarelizenzen und Dateiformate. In Woche 5 dreht sich alles um den Kompetenzbereich Sicherheit. Themen sind Konsumentenschutz, Viren, App-Berechtigungen, aber auch Ressourcenschonung und persönliches Wohlbefinden im Umgang mit Technik. Die letzte Kurswoche widmet sich dem Thema Problemlösen und Weiterlernen. Ihr werdet einige ausgewählte Tools kennenlernen sowie Näheres über Software- und Hardware-Komponenten erfahren. Abschließend gibt es noch einige Tipps, wie auch ihr nach diesem MOOC weiterlernen könnt. Wenn ihr dieses Video gefunden habt, habt ihr den ersten Schritt zum erfolgreichen Kursabschluss schon geschafft. Jede Woche werden auf der Kursseite auf imux.at neue Videos, weiterführende Lektüre und Aufgaben freigeschaltet, die zu erledigen sind. Am Ende jeder Wochenlektion gibt es ein Self-Assessment-Quiz, mit dem ihr euer Wissen überprüfen könnt. Habt ihr 75% der Fragen beantwortet, erhaltet ihr einen Badge, ein digitales Abzeichen. Habt ihr alle Wochenlektionen abgeschlossen, gibt es auch noch einen Kursabschluss-Badge. Füllt ihr am Ende zusätzlich noch unseren Feedback-Fragebogen aus, könnt ihr euch eine Teilnahmebestätigung herunterladen. Und wir haben als Setting für die Videos einen Dialog gewählt, sodass es beim Betrachten leichter fällt, uns zu folgen. Schaut also regelmäßig zu bei unserem digitalen Stammtisch. Ach ja, eines ist auch wichtig. Einiges wird euch leicht fallen, einiges ist vielleicht neu. Wählt selbst die Bereiche aus, wo ihr denkt, dass ihr diese weiter vertiefen solltet. Ist etwas einfach und klar, dann erfüllt ihr bereits die Kompetenz. Und habt ihr etwas noch nie gehört, dann freuen wir uns, dass wir diesen Bereich für euch aufbereiten konnten. Wir wünschen euch nun aber viel Erfolg auf dem Weg zu digitalen Expertinnen und Experten.